So, und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Arizona Sunshine 2 im Apokalypse-Modus. Wir haben das letzte Mal hier aufgehört und ja, dann wollen wir hier gleich mal weiter gucken. Buddy ist weiter getreu an unserer Seite, da hinten brennt. That's the place, all right. Just follow the smoke. Also ich finde, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Okay, aber hier ist überall... ist da einer? Nein, da ist nix. Da ist auch nix. So. Ah, da oben schwirrt noch einer rum. Einer mit dem... Da kann Buddy gleich mal drauf gehen. Good boy. So. Ja, und das Ding, das lade ich irgendwie immer gleich gern nochmal nach. Hier auch die Mülleimer aufmachen? Ja. Okay. Das will er wohl nicht. Schrot, das ist auch gut. Tja, also bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir das Spiel wirklich gut. Es gibt eigentlich nur zwei Kritikpunkte, die ich jetzt so an dem Spiel habe, aber das ist ja auch bei jedem vielleicht unterschiedlich. Also was mir tatsächlich ein bisschen auf den Keks geht, ist, dass die Taschenlampe so dunkel ist und dass man immer das Gefühl hat, es könnte eigentlich etwas heller sein, das Ganze. Draußen ist es super, super in Ordnung. Es läuft auch super smooth. Also im Gegensatz zu After the Fall wird die GPU mal schön ausgenutzt. Und ich meine, ich habe es jetzt auch noch nicht auf einem kleinen System gespielt. Ich weiß nicht, wie es da ist, aber ich denke mal, dass so alles ab 3080, 3070 Ti das eigentlich schon wirklich gut zum Laufen bringt. Da denke ich mal, da muss man sich keine Gedanken machen. Achso, das ist voll. Na, dann lade ich nochmal durch. Also tatsächlich, die Waffe ist ein bisschen ätzend schon mit dem Laden. Und genau das ist auch der zweite Punkt, der mir nicht so richtig gut gefällt. Also das Waffenhandling ist zwar schon besser wie im ersten Teil, wobei ich tatsächlich das schnelle Nachladen auch so ein, ja, nicht direkt vermisse, aber es funktioniert halt hier nicht immer so sauber, wie man es vielleicht gerne hätte. Na, Buddy, du kannst dir eigentlich schon mal den ersten vornehmen. Das wird ja sicherlich nicht gleich die Welle auslösen. Genau. Good talk, buddy. So, und dann kreist du dir den zweiten auch gleich mal. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, hier könnte doch was Besonderes drin sein. Ey. Okay. Hm.
Und das ist so ein bisschen schade, ne? Man hört auch nicht, dass die jetzt irgendeiner kommt. Man hat keine Ahnung. Die stehen einfach neben einem. Also zumindest, ich habe es nicht gehört. Ja, Buddy. So. We're still on the right track. Come on, Buddy. Wo kam der jetzt her? Go get him. Ne? Hier ist keiner, da ist keiner. Hier ist keiner hinter. Ah. Very good, Buddy. Und vor allen Dingen, ich habe irgendwie nur einen Treffer abbekommen. Get und schon. That was pretty foul. Und schon liege ich daneben, ne? Das finde ich irgendwie. Das hat ja auch nichts damit zu tun, dass man es nicht kann oder so. Aber wenn man sie halt nicht hört oder wenn man nicht irgendwie eine Rückmeldung bekommt, ja, dann ist das schon schade, ne? Get him, boy. Who's my best boy? Ja, Buddy, bist schon feiner. Dass der auch gleich wieder von hinten kommt, weil. Ah, da höre ich doch was. Oh, disgusting! Na, da kommen die doch auch gleich. Den hatte ich jetzt. Da hinten war noch einer, ne? Nee. Okay, Buddy, nimm dir den hier vor. What a good dog. Ja, er ist schon ganz feiner. Wenn er nicht so verdammt eklig hässlich wäre, dann wäre er wirklich ein absoluter Familienhund, ne? Also. Nee. Ich behalte die Schrotflinte. Hier kommt man nicht durch. Also hier entlang. Get him. Who's a good little dog? So. Also trotzdem immer und immer wieder in alle Ecken gucken, weil man hört sie ja schon, ne? Nur wenn man sie halt zwar hört, aber die von hinten kommen, man eben nicht hört. Ein Hackebeil, das bedeutet eigentlich gleich wieder größeren Stress. Na komm schon, Buddy, hol dir mal den einen. That's honestly disgusting. Busting through a perfectly good fence? Freddy, that is offensive! Jesus Christ, I'm good. I sure do wish I had more ammo. Yeah, you.
Adios, Freddy. So. Ja, man muss nur sehen, wo sie kommen, ne? Dann ist das alles kein Problem. Und noch zwei Schuss für die Schrotflinte wären nicht schlecht. Naja. Wobei ich ja mal mächtig gespannt bin auf den Flammenwerfer. Was haben wir hier für ein schickes Teil? Das verbraucht natürlich dieselbe Munition. Nee, dann nehme ich lieber das. Hä? Da ist es. Nee, dann nehme ich lieber das. Lieber habe ich ein bisschen mehr Munition, tollen Grill ohne Essen. Das ist ja auch wieder ganz lustig hier, ne? Wobei ein bisschen Food habe ich ja noch im Ärmel. So, aha. Ne, hier weiß ich wenigstens, dass ich ein bisschen... Was ist das für ein Blödsinn? Ah, versiegelt wahrscheinlich. Na, dann gucken wir erstmal, dass wir hier die erstmal so ein bisschen wegmachen. Ist da hinten irgendwas? Nasty! Und wieder von hinten. Want burgers? So addictive. Good dog, buddy. Ja, das ist tatsächlich nicht so schön, aber müssen wir jetzt auch mitleben. Da kommen wir nicht rein. Was haben wir hier? Also so viel fette Autos, wie hier rumstehen. Da traue ich ja den Solaranlagen vom Anfang nicht so richtig über den Weg, ne? Ob die wirklich ernst gemeint waren. Na, da haben wir noch eine Kiste. Okay, also wir können da lang gehen und wir können da lang gehen. Gucken wir erst noch mal hier, was da los ist. Können wir den aufmachen? Oh, können wir auch aufmachen. So. Bam, 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 bam. Hier kommen wir durch. Aha, aber wir kommen gar nicht. Ach, das ist eine Maske. Bringt uns jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so viel. See you, Fred. Aber von hier können wir schon mal so ein paar... schon mal so ein paar wegmachen, ohne dass die uns gefährlich werden. Ach Mensch. So, da ist auch noch so ein Spinner. Ein Schlag und 50% der Energie ist weg. Okay, was zu essen wäre jetzt nicht schlecht. Ach, der geht nicht, der hat keinen Griff dran. Wo sind wir hier? Da hinten steht ein Grill. You just know there's something cool back there. Hot damn. This is motherfucking serene. Oh, another super old burger can't fix.
Ah, es war nur eine Wurst. Tja, das wäre auch zu schön gewesen. Ah, das Ding hält verdammt gut. Okay. So, nicht, dass uns wieder einer von hinten überrascht hier. Okay, da hätte man auch schon rumgehen können. Nein, hätte man nicht. Aber sieht idyllisch aus, ne? Also so ein Grillplatz hätte ich auch gerne. Der sieht schon wirklich gut aus. Hm. Ja, da habe ich jede Menge von. Da brauche ich nicht mehr. So, da bin ich reingekommen. Ah, hier sind noch zwei Mülleimer. Da ist aber auch nichts Interessantes mehr drin. So. Dann geht's hier weiter. Dann lassen wir doch mal unseren Hund auch mal wieder was machen. Go get him, buddy. Way to go, buddy. Nice try, Freddy. Also man kann ja mal eins sagen, die werden auf jeden Fall immer hässlicher. Ja, ich weiß, zum Stabilisieren halten, ja, ich weiß. Ich weiß. Boah. Oh. Naja, okay. Die erste Welle hier mal wieder, die erste größere abgewehrt. Was ist hier noch? Haben wir hier irgendwo noch was zu futtern? Für einen Ärmel? Nein, haben wir natürlich nicht. Ich meine, wenn das Essen so schon eklig ist, dann müssen wir es ja auch nicht unbedingt aus dem Mülleimer holen. So, haben wir da noch was drin? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Und immer schwacher. These guys may be walking lumps of rotting flesh, but honestly, they're not even in the top 10 grossest things I've seen in the swimming pool. Also ich muss ja sagen, das sieht ja eigentlich hübsch aus, ne? So ein Pool, alles dabei, was man haben will. Ein schöner Grillplatz. Ja, auf dem Grill nur leider nichts zu essen. So. Oh, Freddy. I don't mean to be rude, but it smells like that car squashed the shit right out of your butt like a tube of toothpaste. Okay. Tja, die deutsche Synchro, die hätte mir schon gefallen. Good night, Freddy. Einige haben sie gehasst, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand sie irgendwie... Sie war so absurd dämlich, dass sie schon wieder gut war. So, machen wir mal einen Molly. Freddy, light my fire.
So. Get him, buddy. Ja, tatsächlich, die Haftgranaten sind irgendwie noch besser. Stick 'em, boy. Wie die Handgranaten. Who's my best boy? Hier geht's nicht weiter. Steht ja noch einer um die Ecke. Nicht, dass ich wieder das Glück habe. Da ist eine goldene Maske. Die bringt mir aber auch nichts. Nee. Okay, dann machen wir uns mal nochmal, wenn es geht, nochmal zwei Haftgranaten fertig. Nee, das geht wohl nicht. Ach, dann machen wir uns noch eine Mine fertig. So. Hey, danke schön. Das war ja jetzt fast ein bisschen knapp hier. Also der Anspruch steigt, das muss man schon sagen, ne? So gefühlt. Ja, und hier ist es halt wieder so, es ist ja schön, dass es auch ein bisschen dunkel ist, aber man erkennt halt, man sieht halt nicht so richtig, ist überhaupt was drin in der Kiste oder nicht. Und das, finde ich, ist halt schade. Dann müsste man vielleicht die Goodies ein bisschen hervorheben, damit man sich ja nicht umsonst tot sucht. You needed that brain? Hier war die Tür raus.
Tja, also es wird auf jeden Fall, es wird schwieriger. So, jetzt gucken wir nochmal hier rein. War hier irgendwas? Ne, da war bloß die Maske. Die Maske können wir kaum gebrauchen. Ah, auch mal ein bisschen Munition. Tja. Aha. Hm. Ah, die ist auch nicht schlecht eigentlich, aber die verballert... Okay, die ist gut, die gefällt mir. Die gefällt mir, die gefällt mir. Hm. Ach, ist das schön. Ich soll sogar die Arme hochnehmen, das hättest du mal vorher sagen sollen, wa? So, hier ist aber auch nichts. Ist alles... Tja, so ein bisschen zu dunkel irgendwie, ne? Also nicht alles, aber viele, viele Abschnitte sind doch sehr, sehr dunkel. Ja, dann gucken wir mal rein hier, ne, Buddy. Ach, du kommst gar nicht mit. Na, sind wir ja doch relativ gut durchgekommen. Arme hoch und durchziehen. Los. Okay, Mr. Army Guy. We're gonna find patient zero for you. Come on, buddy. He's at the gas station. Die Tankstelle sieht aber nicht wirklich gut aus, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. This is really nice. Just two regular guys hanging out. Except one of the guys is a dog, but that's fixable, right? Das lässt sich lösen. Was auch immer er mit seinem Hund vorhat. Nix drin. Da ist ein Wohnwagen. Na, auf jeden Fall haben wir hier schön viel freie Fläche, falls wir dann doch mal ein bisschen laufen müssen. Das heißt, erstmal nehmen wir uns den wieder hin. Das ist halt das, was ich meine, ne? Das mit dem Nachladen, das ist wirklich... Also das Ding, das geht ja gut. Ah, ich muss mir das angewöhnen, weiter nach vorne zu halten. Okay, da haben wir schon mal einen, der uns hier irgendwie nicht gefällt. Weil wenn so viel freie Fläche ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass hier gleich richtig die Luzi abgeht. Ein Generator. Aber der scheint... Nee, der scheint hier keine besondere Funktion zu haben. Schade, in den Wohnwagen können wir nicht rein. Es sei denn, dieses komische Ding, was wir da hatten, das war... Nein. Nein, keine Chance. Da kommen wir nicht rein. Es sei denn, wir glitschen uns da rein.
bin ich immer gespannt, ob sich hier auch so viele Glitch-Möglichkeiten. Right in the brain. Finden wir im ersten Teil. Da war es ja noch relativ einfach, sich durch Wände und Decken zu glitschen. Ja, da bin ich mal gespannt, was hierbei rauskommt. So. Kaputt. Na, was ist mit dir los? Well, this is a sweet little moment, isn't it? Okay, wir kriegen auf jeden Fall jede Menge Crafting-Materialien hier. Das könnte natürlich bedeuten. Wobei mit dem Laufen, das ist hier nicht so, wie man sich das. Jetzt kann ich doch hochlaufen. Ist ja eigentlich. Ah, hier geht's wieder nicht. Hier geht's wieder. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Wenn man hier jetzt sich in Sicherheit laufen möchte, man kann nicht jeden Hügel hochlaufen, dann ist das natürlich auch nicht ganz so vorteilhaft. Naja, okay. Wer weiß, was da gleich kommt. When we find fucking patient Zero and we chop him up to carry with us, it won't undo what he did. But damn, it's gonna feel fucking good to get some justice. Okay, und da sind wir schon wieder voll. Da kommen wir nicht hin. Aha. Hä? Glaubt man das? Da hinten liegt noch Munition oder kommen wir gar nicht hin? Aber es ist mittlerweile schon ganz schön verraucht hier. So, ich würde sagen, wir nehmen mal eine Handgranate und hauen die dahin. Und dann machen wir uns noch eine Handgranate fertig. Scheibenkleister. Ooh, there goes your brain, Freddy. Ich werde doch die andere behalten. Very good boy.
Ach, da hätten wir auch durchgehen können, okay. So, jetzt sparen wir mal ein bisschen. Ach, gemein. Na, da wäre sogar noch ein Explosionsfass gewesen. Das hätten wir auch nehmen können. So, greift ihr den noch? Better luck next time, Fred. Points to me. Naja, jetzt haben wir kein explosives Fass mehr. Naja, nun. Wer weiß, was da noch kommt. Und der Nebel macht's auch nicht besser. Der Nebel macht es nicht besser. Okay, die Treppe geht da lang, aber nein, hier ist alles tatsächlich. Oh, yo. Yep, that's the place. What a mess. Okay, buddy, go! Also irgendwie sah das Feuer ja aus der Entfernung irgendwie spektakulärer aus, muss ich ja sagen, ne? Also würde ich jetzt mal so als für wahre Münze. Some crazy shit in my time, buddy, but those gas prices are downright psychotic. Damn. Ja, ich sag's euch. Buddy, go get them. Die Preise für den Sprit. Okay, da ist nix. Warum holen wir? Ah, ist auf der anderen Seite. Mensch, hol ihn dir doch. Okay, buddy, go. Good dog, buddy. Who's my best boy? There's a good boy. Immer noch mal gucken, ob hier gleich wieder einer von hinten um die Ecke kommt. Go, bite him. Ah, das Feuer sieht schon anders aus. Jawohl, ja. Ich habe schon gedacht, dieses kleine Fusselfeuer da vorne wäre es gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es in Wirklichkeit so rauchig wäre, also... Aha, da willst du rein. Oh, hier brennt es auch schon im Auto. Ja, ja, Buddy, ich guck erst noch mal nach, ob hier vielleicht doch noch irgendwo schicke Sachen sind. Oh, man sieht aber auch wirklich nichts. Also so schön wie der Effekt ist oder so. Das ist ja fast wieder so, als wenn man im Dunkeln unterwegs ist. Tja. Man erinnert sich zurück an die Zeiten von Turok. Schrot. Was haben denn meine entzündeten Augen da gesehen? Eine Ladung Schrot. Hä?
Ach ja, immer wenn man das Zeitliche segnet, sind die Waffen wieder voll. Das hat zumindest einen positiven Effekt, aber ich glaube, da kommen wir auch nicht weiter. Nein, wir müssen auf jeden Fall jetzt da durch die Tankstelle durch. Ja. Und hier ist also der Patient 0, ja? Na, ich bin gespannt. Juhu, ach, ist das cool. Achtung, weg. Da. Weg. Da. Zack. Und alles ist wieder klar. Das erinnert mich auch so ein ganz kleines bisschen an After the Fall. Solche Effekte hat man da auch gerne erlebt. So, haben wir hier noch irgendwas? Ein Dino. Ach, ist das nicht schön. So. Und Bier. Überall steht Bier. Oder? Nein, Cherry Cola. Das ist doch auch mal was. So. Da ist auf jeden Fall so ein komischer Fregel. Ah. They got cameras. Maybe we can check the footage for clues. Ja. Das können wir doch machen. Allerdings müssen wir dazu irgendwo hin. Ja, da ist noch ein bisschen Crafting-Zeug. Da ist eine eklige Mütze. Hier haben wir noch ein bisschen Muni. Da haben wir noch zwei Schubladen, wo nichts drin ist. Ah, noch ein bisschen Muni und noch ein bisschen Muni. Und noch ein bisschen Würzsoße. Ah, gucken wir mal, vielleicht können wir den da ja mal so ein bisschen aus der Reserve locken. Nee, irgendwie nicht. Aber hier ist tatsächlich... Nee, Bier, Dosenwurst. Ah, hier haben wir noch was. Okay. Wieder halb kaputt gemacht, bevor man was davon gehabt hat. Ja, aber go on, boy. Da ist der Keller. Ah, da sind die Videokassetten. Help me. The Lord is the house of the wicked, but the... Hä? Okay. Bite. Let's get the power on so we can watch this. Ach so, wir brauchen erstmal. Open okay. Sesame. Ah, fuck up, bite me, die. Okay. Jetzt kommt eine Episode. Phasmophobia noch mit dazu. Ja. Den machen wir lieber nochmal schnell kaputt. Der wäre doch bestimmt da rausgekrochen. Okay. Let's see if I can get the power going. Okay, jetzt dürfte auch das Feuer gelöscht sein, wahrscheinlich. Hey, buddy. Wanna watch a movie? Hey, hey! You think I don't see you assholes coming up here 3 times a damn week, filling up your tanks and driving off without paying? Well, you owe me for every one of them filled tanks. And I want what I do. You bit me! You fucking bit me! Alles klar.
Tja, sonst wäre es ja auch zu Ende gewesen, ne? Fuck. Must be the guy who bit him. Biker. Ich will doch bloß den Kopf abhaben. Let's go. Also ich würde ja sagen, da gehen wir jetzt nicht wieder raus. Alles klar. Soll ich jetzt da wieder runtergehen? Oh, ja, jetzt haben wir auch mal hier so einen netten Effekt gehabt, dass mal was komplett fehlt. Ja. Okay. Aber warum sollten wir dahin zurückgehen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oh! Hey there. I really thought you were gonna be patient zero, but I guess it must be that big ass biker that took a chunk out of you. Aber wie ich sehe, also, das ist nicht meine Waffe. Das ist nicht meine Waffe. Also ich hoffe, wir müssen da jetzt nicht durch. Ah ne, da sind wir hergekommen, ne? Ja. Da sind wir hergekommen. Alright, we gotta find that biker bar. You all set, buddy? Let's go. Oh boy. That's not good. Wobei, der Effekt ist wirklich cool gemacht, muss ich ja ehrlich sagen. Hier mit den Scheiben. Die nehme ich schon wieder. Die ist mir irgendwie zu verschwenderisch. Na, da geht's nicht rein. Okay. Ja, das war jetzt irgendwie anders, als ich mir das gedacht habe. Okay. Na, jetzt wissen wir, was auf uns zukommt. Und wieder ein Bildschirmleben ausgehaucht. Und wieder auf dem Dach, ja. Und wieder auf dem Dach. Wieder auf dem Dach. Und oh, wieder ein hey in die Birne. Really so. So. Ach, nee.
ist irgendwie auch ein ungünstiger Speicherpunkt, ehrlich gesagt. Oh. Let's go. Ist nicht wahr, ne? Mach jetzt. Hey. So, Tür auf. Schlüssel in die eine Hand. Machete in die andere Hand. Oh boy, that's not good. Und jetzt. Wie er spawnt die Machete gleich wieder. Oh nein, ich wollte doch erst die. Toilet gun. Yeah. Okay. For this, buddy, we gotta go. Go, buddy, go. Alles klar. Okay. Also ich muss ja ehrlich sagen, diese Laufepisoden, ja, da weiß ich noch nicht, ob ich die gut oder ob ich die schlecht finden soll. Tja, denn irgendwie, sie treiben zwar schon das Adrenalin nach oben, aber sie spielen sich irgendwie doch ein bisschen hakelig. So, aber ich denke mal, wir werden jetzt die Episode auch schon wieder beenden. Ich gucke hier nochmal rein. Wir gucken auch nochmal, was uns jetzt hier erwartet. So. Aber, alles klar. Ja, ich denke mal, hier beenden wir das Ganze jetzt. Jetzt müsste so ungefähr eine Stunde rum sein. Ja, in dem Sinne würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Teil 3 wieder mit dabei sein würdet. Abonnieren, liken, alles Mögliche. Ja. Und von daher erstmal bis zum nächsten Mal. Ciao.